Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind auf dem Weg nach Jurmala, das ist in Lettland. Wir haben soeben den starken Stadtverkehr in Riga verlassen. Es ist ja unglaublich laut und eng und ja, für Radfahrer sehr wenig geeignet. Jetzt sind wir draußen hier auf dem platten Land, mehr oder weniger entlang der Bahntrasse nach Jurmala. Fahren wir jetzt auf einem schönen neuen Radweg. Wir freuen uns auf Jurmala. Ja, Wetter ist toll, ideal für den Strand und ich bin sehr gespannt auf Jurmala. So, wir sind angekommen. Angekommen. Schauen wir doch mal, ob es jetzt einen schönen Kaffee gibt hier. Das Sprichwort stimmt. Essen und Trinken halten Leib und Seele zusammen. Ich habe jetzt zweimal von meinem Keks abgebissen und einmal einen Schluck vom Kaffee genommen. Jetzt geht es mir wesentlich besser. Otti, was sagst du denn dazu? Stimmt. Na Otti, erzähl mal, wie geht's denn jetzt weiter? Ja, wir werden uns jetzt ein bisschen ein schattiges Plätzchen suchen und dann mal in die Ostsee gehen. Also das ist jedenfalls mein Wunsch. Ja, machen wir das so. Otti, klär uns doch mal auf. Du bist doch eine altgediente Chemikerin. Warum ist das Wasser so bräunlich? Weil der Fluss Lielupe hier reinfließt und der bringt jede Menge Moorwasser und solche Schwebstoffe mit, die eben auch sehr eisenhaltig sind und deswegen die braune Farbe. Herrlich warm, ja, muss man sagen. Kann man sich dran gewöhnen. Also eine halbe Stunde hält man hier bestimmt aus. Die machen einen Lärm, das ist ja unglaublich. Guck mal hier, die Strandfahrer. Mit Gravelbikes, jawohl. Könnten wir auch machen, ne? Mit unseren breiten Reifen. Ja, das war ein schönes Bad in der Ostsee. Ja? Ja. Was mir hier auffällt, das ist der hohe Anteil der russischsprachigen Badegäste. Also da habe ich den Eindruck, das ist hier voll in russischer Hand. Oder in russischsprachiger Hand, sagen wir es mal so. Es müssen ja nicht alles Russen sein, die hier Russisch sprechen. Otti, hast du Erinnerungen hier an unsere Fahrt, die wir jetzt zur Zeit machen? So was hatten wir schon mal, ne? Du meinst Dänemark? Dänemark. Ja, aber nordseeseitig. Was fällt dir auf an den älteren Leuten?
Ja, dass doch sehr viele recht beleibt sind. Also auch gerade die Frauen. Wohlgenährt. Ja, sehr wohlgenährt. Naja, immerhin ist der Krieg ja auch schon 80 Jahre her, ne? Den Zielpunkt haben wir jetzt erreicht. Das war dort der Strand und die Abfahrt hierher auf die Parallelstraße zum Strand. Und jetzt schauen wir mal, dass wir irgendwo noch ein kleines Lokal finden, um einen Happen zu uns zu nehmen. Und? Schön. Schön, ja. Wir sind jetzt einen kleinen Umweg gefahren, um zu schauen, ob da hinten ein Lokal offen hat. Angekommen.